Ja Leute, was geht? Heute gibt es ein ganz besonderes Video. Und zwar war ich bei dem offiziellen Mick Schumachers Kart Race mit dabei in Kerpen auf der Michael Schumacher Kartbahn. Und wir sind gegen Mick Schumacher höchstpersönlich, den Sohn des siebenmaligen Formel 1 Weltmeisters Michael Schumacher, gefahren. Und Leute, das ist ein persönlicher Lebenstraum, der für mich in Erfüllung geht. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich sehr großer Formel 1 Fan bin. Also viele, die mir auf Instagram folgen oder so, ich zeige es zwar nicht so ultra oft, aber ich wurde zum Beispiel beim Formel-E-Event eingeladen. Mein großer Traum ist es, irgendwann mal vielleicht von einem Formel-1-Team, egal ob es Red Bull ist oder irgendein anderes Team, vielleicht einmal zu einem Grand Prix eingeladen zu werden. Und ja, in der letzten Woche ist auf jeden Fall ein riesiger Traum in Erfüllung gegangen. Und zwar konnte ich tatsächlich einer der Personen, die mir wirklich sehr wichtig sind, weil ich war sehr großer Schumacher-Fan und ich bin persönlich auch ein Mick Schumacher-Fan, kann man sagen. Also ich bin auch sehr ein Fan von dem Sohn von Michael Schumacher. Gegen ihn sind wir höchstpersönlich in einem Rennen angetreten mit 10 anderen Teams. Und ich würde sagen, heute schauen wir uns das an. Und zwar ist es, Leute, nämlich dieses Video Mixed Kart Race, das Rennen des Jahres bei dem Kanal von der DVAG. Erstmal ganz großen Dankeschön auf jeden Fall an die DVAG und an das Team, die das organisiert haben, dass ihr mich eingeladen habt. Wir durften am Ende die Rennanzüge und die Helme sogar behalten. Also auf jeden Fall Erinnerungen fürs Leben sind dabei. Was ich euch auch noch ganz kurz zeigen wollte, ist, Leute, Mick Schumacher hat ebenfalls auch noch was unterschrieben. Und zwar, Leute, hat er mir persönlich zwei Sachen unterschrieben. Und zwar erstmal den Helm, den wir bekommen haben, aber auch noch diese Kappe, Leute. Die habe ich auch noch unterschrieben bekommen. Und wer diese Kappe kennt, der weiß, das ist eine Cap von Michael Schumacher, also von seinem Vater, als er zu Mercedes GP reingekommen ist, also als die das Team neu gegründet haben. Und die Cap fand ich so cool. Und jetzt hat er einfach seinen Sohn unterschrieben. Und ich hoffe auf jeden Fall, Michael Schumacher wird es irgendwann noch richtig gut gehen. Vielleicht werden wir ihn noch sehen. Das würde mich so sehr freuen. Aber ja, wir werden schauen auf dem Kanal von der DVAG. Also Leute, let's go! Ich bin extrem gespannt. Lasst natürlich ein Like da und abonniert den Kanal. Oh man. Ey, ohne Witz. Ich habe dieses Event so krass gefühlt und ich wünsche mir, dass es nochmal passiert, weil ich fahre so gerne Kart und ja, viel Spaß! Ja, das ist auf jeden Fall hier auf der Kartstrecke, Leute. In Kerpen auf der Outdoor-Kartbahn ist das Ganze. Und ja. Heute auf der Michael Schumacher Kartbahn und haben ein wahnsinnig tolles Event hier auf die Beine gestellt. Und zwar Mixed Kart Race von Mick Schumacher, höchstpersönlich mitorganisiert. Wir werden hier heute mit einigen Creatoren hier ein Rennen veranstalten. Es geht natürlich in erster Linie um... By the way, was glaubt ihr, wie ich abgeschnitten habe? Habe ich gewonnen? Bestimmt nicht, wenn wir gegen Mick Schumacher fahren. Aber was glaubt ihr, waren wir auf dem Platzierung? Was meint ihr? Ich erkläre euch, wie es gleich funktioniert. Spaß, aber natürlich geht es auch ein bisschen ums Gewinnen und ein bisschen um zu zeigen, wie ist eigentlich Kartfahren, wer ist vielleicht der Beste, welche Tipps und Tricks gibt es. Wir werden hier heute auf jeden Fall mega viel Spaß haben und auch ein bisschen dazu lernen. Und damit ich auch ein bisschen lerne und damit ich auch ein bisschen Kartbahn-Profi vielleicht heute werde, habe ich mir Unterstützung dazu geholt. Zum einen Jan Wochner. Hallo. Hi. Jan. Grüß Schön, dich. Dass du da bist. Ihr Hi, kennt ihn dich. Vielleicht nicht vom Gesicht her, aber vor allen Dingen die Stimme kennt ihr. Er ist nämlich ARD-Sportschau-Moderator und Kommentator vor allem. Jan, wann bist du das letzte Mal Kart gefahren? Das ist schon 2-3 Jahre her und ich bin ehrlich gesagt, also von der Statur her gar nicht so vorteilhaft gebaut, ziemlich schwer und das groß hat, vor allem. Ja, aber vor allem schwer und das okay. Hat natürlich einen Einfluss beim Kartfahren. Also er ist nicht mitgefahren. Super korrekter Typ, das ist so geil gewesen, auch er hat sich immer informiert und so auch während des Rennens, nach dem Rennen, wie spricht man deinen Namen aus und so. Ey, wirklich, wirklich richtig fürsorglich, muss ich sagen. Also echt netter Typ, also super geiler Kommentator ebenfalls, also feiere ich. Oh, da sind schon ein paar Leute. Ah, yo. Aber mich sieht man nicht, weil... Ja. Schaut euch mal diesen Rennwagen an, ein original Michael Schumacher Rennwagen. In dem werden die heutigen Creator und auch Mick Schumacher nicht fahren, die nehmen sich Karts. Und Jan, erklär mal einmal, was ist so der Rennmodus heute bei dem Turnier? Unser Höhepunkt, 24 Runden werden insgesamt gefahren. Jedes Team muss sich dann entscheiden, aufpassen, wer startet, wer ist zuerst in der Box und drückt die Daumen. Und nach 10 Runden ist es dann möglich, tatsächlich den Fahrerwechsel zu machen. In der Boxengasse, das heißt, ich muss an die Box kommen, rausspringen aus dem Kart. Der Nächste muss dann das Kart nochmal auf sich einstellen, vielleicht den das Sitz... Gibt Chaos. Ja, den Sitz nochmal nach hinten, ja. Vielleicht auch die Pedale ein bisschen näher ranholen, da gibt es so eine Arretierung an der Seite und dann geht jeweils der Partner auf die Strecke und nach 24 Runden ist Schluss und wir werden dann erleben, wer ganz vorne liegt. Also wir merken uns, es ist so, 24 Runden,
Man fährt mit zwei Autos, ein Auto, zwei Fahrer. Also ein Team aus zwei Leuten. Ich war zusammen im Team mit YVD, also mit Lukas. War sehr gut, muss ich sagen. Als Partner ist er echt gut. Muss ich Real Talk sagen. Also ich hatte deutlich schlimmere Partner und YVD, Kuss gehen raus, war auf jeden Fall richtig geiles Erlebnis. Und später sage ich nochmal zu einigen Events etwas. Okay. So, sieht man mich schon irgendwo? Wo bin ich? Leute, wo bin ich? Ah, da ist Lukas. Ah, da bin ich, da bin ich. Da, Leute, da bin ich. Ich bin schon in meinem Modus. Ich bin schon in meinem Modus. Ey, habt ihr mich gesehen, Leute? Ich stehe neben Mick. Ich stehe neben Mick hier. Guck mal, wie geil. Leute, das war so ein Moment. Ich habe es gefühlt. Es ist wirklich, ohne Witz, das muss ich echt Real Talk sagen. Als ich gefragt wurde, ob ich dabei sein möchte bei so einem Event, ich habe sofort Ja gesagt. Ich habe sofort Ja gesagt, weil das, Leute, als Formel 1-Fan musst du da mitmachen. Also, es geht erstmal ins Qualifying, ja? Also da sitze ich hier, der Grüne, Team Grün, sind wir. Merkt euch das? Und jetzt das Intro. Leute, gönnt euch das Intro. Alter, das sieht so gut aus. Das ist richtig geiles Intro. Ich finde es besser als das aktuelle Formel 1 Intro, muss ich sagen. Guck mal, habt ihr gesehen? Habt ihr uns beide gesehen, Alter? Hier, guckt euch das an, Leute. Hier, richtig ernst. Richtig im Modus. Richtig im Modus, Alter, mit diesem Blick. Viele Leute, die ihr vielleicht auch kennt, und da ist dann natürlich noch Mick, ja. Es sind dann noch wenige Minuten jetzt hier bis zur Qualifying-Runde. Die Runde. Achtet mal auf das, was ich jetzt sage. Passt mal auf, Leute. Ich bin ein Typ, ich habe Ziele, ich habe konkrete Sachen, die ich mir vorstelle. Und wenn ich etwas mir vorstelle, dann will ich das auch erreichen. Aber ich mache mir keine utopischen Ziele, wisst ihr? Die entscheidet, an welchem Platz ihr startet. Wie fühlt sich's gerade an? Schon ein bisschen Druck, muss man sagen, vor allem wenn man hier Mick Schumacher auf der Strecke hat. Ich persönlich setze mir mein persönliches Ziel Top 3. Wir werden mal sehen, was wir als Team reißen. Qualifying. Also es funktioniert so, die erklären das jetzt. Was ist die Strategie? Also Strategie ist, mich vom Mick ziehen zu lassen. Wir hatten gerade noch kleine Rennstallbesprechung. Ich weiß jetzt genau, wo es lang geht. Hier geht es heute um ganz, ganz viel Spaß, wie der Mick gesagt hat. Und natürlich darum, eine gute Performance abzulegen. Und im besten Fall wollen wir natürlich mit unserem Team Rot, gemeinsam mit dem Markus, aufs Podium kommen. Wo willst du jetzt noch die letzten Zehntel rausholen? Ja, es ist schwierig, vor allem, weil wir wirklich eine Qualifying-Runde haben. Wir haben eine In-Lap, Qualifying, Out-Lap. Das heißt, in der Runde muss jedes Sekündchen sitzen, jede Kurbel sitzen. Du warst gerade so schnell schon beim Warm-Up. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, dass du, ich glaube, auf dem Platz 3 schon warst. Was ist deine Strategie? Durchhalten. Also die Strecke ist voll. Die Leute fahren alle Vollgas in alle Richtungen. Und ich glaube, man muss einfach eine freie Runde irgendwie schaffen, um eine gute Zeit zu fahren. Jeder ist ja unterschiedlich. Manche stapeln tief und manche wollen natürlich hier richtig auf die Fresse hauen. Ja, also es wird spannend, denke ich. Also und auch diese ganze Teamkonstellation und auch das eine Detail, was manche noch nicht wissen, für die Startaufstellung. Da können wir gespannt sein. Da ist Mick, Leute. So und, schauen jetzt mal hier, wie gleich die Startpositionen sein werden. Und damit rein ins Qualifying. Ja, dieses eine kleine Detail, das Fabian Hambüchen angesprochen hat, ist gar nicht so klein, denn was die... Guck mal, da bin ich. Ich mach schon Lukas so ein Zeichen setzen. So, Bruder, jetzt Vollgas. Jetzt ziehen wir durch. Ich habe eigentlich Daumen hoch machen wollen, aber ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, weil er hat gar nicht... Der ist da hinten, Alter. Auf jeden Fall, das funktioniert so. Du machst ein Qualifying, du wärmst eine Runde auf und die ein... Danach hast du Qualifying. Eine Runde. Wenn du einen Fehler machst, dann hast du echt Nachteil. Also, Lukas und ich fahren Qualifying. Unsere Zeiten werden zusammen addiert, ja? Also die eine Runde wird von uns beiden zusammengenommen, daraus Mittelwert gemacht und das schnellste Team. Also da so ist das Qualifying, okay? Und jetzt passt mal auf, ich muss euch gleich was zeigen, weil es ist etwas passiert. Was die Jungs und Mädels auf der Strecke nicht wissen, es wird in Reverse Order gestartet. Heißt, die langsamste Qualifying-Zeit bringt die Pole Position, die schnellste den letzten Startplatz.
Und die Zeiten bald. Also merkt euch, das langsamste Team startet von ganz vorne und der schnellste von hinten, damit es so ein interessantes Rennen wird, weil sonst gibt es da keine Battles. Fahrer werden addiert und so ergibt sich folgende Startaufstellung. ID Zock und Evive HD im Qualifying voll neben der Kappe. Entschuldige mal bitte. Ich muss was sagen, Leute. Viele sagen, okay, das war doch Taktik. Du wusstest doch von dem Detail. Leute, nein, wussten wir nicht. Und ich habe mein Bestes gegeben. Lukas auch. Und jetzt werde ich euch's beweisen. Ich habe nämlich ein Beweisbild, Freunde. Das ist ein Detail, das müssen wir zusammen uns angucken. So, Leute. Hier habe ich ein Foto gemacht, weil ich so gucken wollte, wer waren die Besten. So, und hier habt ihr, Leute, es tut mir leid, dass ich jetzt so auf so stolz machen möchte, weil ich persönlich, ich bin Amateurfahrer, ich bin kein Rennfahrer und ich weiß, es gab ein paar Leute in dem Team, die viel mehr mit Rennsport zu tun haben als ich, aber eher so mehr auf breit aufgestellt, also auch Rallye-Fahrer, Motocross, solche Sachen. Also da gibt es Leute, die haben ein bisschen mehr Erfahrung auf anderen Terrain, ne? Aber Go-Kart ist so mein Ding, was ich so richtig mag und deswegen. Leute, passt mal auf, wer ist auf Platz 2? Team Grün. Ich war 1,5 Sekunden langsamer als Mick Schumacher in seiner Runde. Aber ich war auch 6 Zehntel schneller als der Drittplatzierte. Und dann fragt man sich, wie kann das denn sein, dass wir dann Letzter waren? Weil Lukas' Zeit, also hier, Team Grün, ist ja gar nicht so langsam. Also die war zwar, ja, okay, die war 1,5 Sekunden langsamer als meine, aber das war so im Durchschnitt, ja? Also unsere Zeiten habe ich mir ausgerechnet. Eigentlich wären wir die Dritt- oder Zweitschnellsten gewesen. Irgendwie gab es einen Fehler, weswegen wir 50 Sekunden langsamer waren als die anderen. Obwohl keiner hat sich gedreht. Also es gab einen Messfehler. Obwohl eigentlich nicht, weil hier sieht man es ja. Ich weiß also nicht, was die genau genommen haben für Zeiten. Irgendwas ist da passiert. Die haben wahrscheinlich die Outlap oder die Inlap genommen. Also wahrscheinlich die Aufwärmrunde haben sie dann gezeitet. Ganz, ganz weirdes Ding auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, wir sind dadurch auf dem letzten Platz gewesen. Und das hat aber uns automatisch nach vorne katapultiert. Das heißt, wir sind trotz Pech Erster gewesen. Und deswegen war ich ganz ruhig, weil erster Platz zu starten, vor allem hinter mir sind dann auf zweiten Platz der Langsamste und dann kommen die Schnelleren hinter mir. Das heißt, es ist eine super Voraussetzung für einen tollen Start. Und vielleicht haben wir eine Chance, dadurch Mick Schumacher in einem Rennen zu besiegen. Also weiter geht's. Aber die beiden Gamer auf Startplatz 1. Daneben in Türkis gehen Daddy Channel und Seox auf die Jagd. Auf 3 Sky Formel 1 Moderator Peter Hardenacke und Mike, Ehrenmann, der seinen Typ. Startplatz im Sky-Gewinnspiel abgestaubt hat. Dann Team Rosa, Ladies Only, Mel Pell und Lisa Küppers. In Blau auf der 5. Rennfahrerin Laura Marie Geißler und DJ Teddy O, die 6 für mich Geheimfavoriten. Motorsport verrücktes Pärchen Annika Zimmermann und Blackout. Viertschnellste Zeit im Qualifying, Startplatz 7, Lulu Theus. Also ich habe dicken Respekt vor all den Leuten, die mitgemacht haben. Es gab auch Leute, die mitgemacht haben, die sind das erste Mal im Go-Kart gewesen. Es ist so eine Art Influencer-Event gewesen. Das heißt, erwartet nicht die besten Zeiten. Es gibt klar Leute, die besser sind. Es gibt auch Leute, die sind besser als ich. Auf jeden Fall. Aber man muss ganz großen Respekt machen. Das ist ein sauberes Event gewesen. Sitzt ja gerne sehr mal sauber. In schnellen Autos, heute im Kart. Gemeinsam mit Philipp Käs kennt ihr von Grip, dem Automagazin. Dahinter Moderator und Startup-Gründer Hendrik Gottschalk. Am Start mit Markus Nisito, Wildcard-Gewinner in der Sportbild. Und die letzte Startreihe, ihr könnt es euch denken. Die waren die Geheimfavoriten, weil die haben sich am Zweitbesten dann quasi qualifiziert. Also die sind auf jeden Fall echt gut. Zunächst mit Team Lila, Schauspielerin Jana Riva und YouTuber Tobias Wolf, sehr schnelles Duo. Und ganz hinten, also mit der schnellsten Zeit okay, im Qualifying, Leute. Keine Überraschung. Seid ihr ready? Mick Schumacher. Seid ihr ready? Er startet mit Sven Moritz, ebenfalls Wildcard-Gewinner. Alter. Es war so ein Gefühl. Ich war nervös. Leute, das ist das erste Mal, dass ich bei so einer Art Aufnahmesession und so bin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös ich war. Es war aber auch so, es ist Heimspiel, es war so nice. Es war so unglaublich cool. Es war so cool. 24 Runden, Leute. Und damit sind wir bereit fürs große Rennen. Herzliches Willkommen auch von hier oben aus der Kommentatorenbox. Alle Teams mit ihrem ersten Starter in den Karts.
Laune top, Anspannung hoch. Ganz vorne links, Heidi Zock, ganz hinten rechts mit Pass dem gelben auf. Helm startet Mick und ab dafür. Heidi Zock, Robert kommt super weg und Mick zieht sofort auf die Innenbahn. Guter Start. Ins Getümmel, erste Kurve, Achtung. Guter Start, da bin ich, Leute. Da bin ich. Achtet auf mich, Alter. Achtet auch auf die anderen. Und ja, aber Leute. Ein hohes Crash-Risiko. Alle sauber durch und schaut euch Mick an. Hat die Der hat schon drei überholt. Ganz vorne geht eine Lücke auf. Jetzt die. Bei dem Abstand dachte ich mir so: Easy win! Easy! Holen wir uns den Sieg. Ganz entspannt. Das ist doch easy. Oder. Die enge Kurvenkombination. Achtung, Mick bleibt innen. Oh, da scheppert's. Aber hallo, schönen guten Morgen auch. Alle mal kräftig durchgeschüttelt worden. Aber Mick, den juckt das gar nicht. Alter, wie ich da weggefahren bin, ne? Also, da übrigens in der Reihe ist ein Kollege von mir, der mitgekommen ist. Der guckt sich das Ganze an, der hat sich gedacht, Bro, warum hast du so einen riesen Abstand? Klar, weil Reverse Grid und so und es gab technische Fehler. Wir wären wahrscheinlich auch von hinten gestartet, dann wäre das Ganze vielleicht nicht so extrem gewesen. Ist Vierter jetzt sogar schon Dritter. Schumacher ist schon Dritter in 3, 4, 5 Kurven. Ne? Wie am Wühltisch, alle wollen mal. Tobi Wolf rasselt da in Mick rein. Das ist richtig krass. Gegangen. Und hier schaut euch mal die Linie von Mick an. Eng, innen, direkt. Das ist heftig. Die anderen fahren auf alle. Jeden Fall. Da haben wir Mick. Und wir sind on board bei Blackout im Windschatten von Mick. Also jetzt ganz vorne. Das ist so krass, ne? Also, er ist nach einer Runde Zweiter gewesen. Nach einer Runde war er schon Zweiter. Hat alle überholt. Außer mich. Nein. Es ist natürlich so, wenn du hinten im Verkehr steckst, verlierst du Zeit. Deswegen war seine, aber trotzdem war seine Zeit. Und da kann man, Deking, zoom mal drauf. Er war trotzdem in dieser Runde ein Zehntel schneller als ich. Obwohl ich freie Fahrt hatte. Er war schneller im Verkehr als ich ohne. Und jetzt kommt's. Robert Aldizok, Mick von 10 auf 2 in einer Runde und Tobias Wolf auch eine Hammer erste Runde. Ich denke mir so, Bro, auf 4 vorgefahren. Ist er das? Das ist schon jetzt ein Rennen ohne Anlaufzeit. Was für eine Action vom Start weg und Mick. Der geht natürlich jetzt auf die Jagd. Auf die Jagd nach Robert Aldizok. Ich denke mir so, Alter. Bruder. Ich hab gedacht, wir werden so 3, 4 Runden Zeit haben, ihn wegzufahren. Ich drehe mich dann so um und dann sehe ich ihn. Und dann wusste ich, ich werde nervös, ich mache Fehler. Also nicht Fehler, aber es ist halt so. Hinterherfahren ist leichter, als vorne wegzufahren. Und jetzt werdet ihr gleich erfahren, warum. Schon, wer da angeflogen kommt. Aber noch hat er 2 Sekunden in etwa Vorsprung. Ja. Nur die Linienwahl von Mick ist natürlich unnachahmlich. Team Rosa, das ist Lisa Küpper, sitzt erst zum zweiten Mal überhaupt in einem Kart. Und Bam. Achtung, schnappt sich hier Seox den Anton Haus stark, in die Bande, stark. Mein lieber Mann. Lisa, sehen wir hier ganz eng in die Kurve. Starkes Manöver von Lisa. Von Seox, der Anton, bremst sich selbst aus. Lisa geht vorbei, vor auf Platz 7. Also kein Disrespect. Er war das erste Mal im Kart, Zeox. Er war das erste Mal in einem Go-Kart. Also dafür, dass er das erste Mal da war, war das trotzdem solide. Es war trotzdem sehr solide. Es ist unglaublich schwer, mit den Bremsen zu haushalten. Man kann sich drehen. Das ist alles gut. Ich hoffe, es hat ihm Spaß gemacht. Und wir springen direkt wieder an die Spitze. Mick schon fast im Windschatten von Robert von Aldizok. Eine Runde später. Passt mal auf. Ich weiß nicht, was er hier gemacht hat. Aber hier habe ich so viel Zeit verloren. Guckt euch den Abstand an. Wir sind in Runde 3. Normalerweise, ich bin noch eine Sekunde von ihm weg. Aber dann habe ich so einen Fehler gemacht. Guckt euch die Linienführung an, die er nimmt. Er ist hier innen über den Körb gefahren. Und ich... Wieder an die Spitze. Ich fahre hier außen rum. Von Robert. Guck mal, meine Linie ist hier. Ich fahre außen rum. Zock. Und da habe ich so viel Schwung verloren. Und er nimmt den ganzen Körb einfach mit. Dahinter und er ist schon dran. Richtig eng zu. Tobias, fast schon dran an Sören, an Blackout. Ganz enges Rennen. Und wir sind on board
bei Markus, unserem Sportbild Wildcard-Teilnehmer. 2,04 Meter groß, 130 Kilo schwer, Vorletzter. Ja. Ui. Und der rückt Anton als Nächster auf die Pelle. Ah ja, das ist, das sah in der Kameraperspektive viel weiter weg aus. Sind wir sicher, dass es in Runde 3 war oder Runde 2? Und jetzt klebt Mick. Guck mal, was für ein Schwung. Es gibt Gerüchte, dass er mehr Motorleistung hat. Ich weiß nicht, manche Cars unterscheiden sich. Aber hier hat er mich endgültig am Hintern von IDZOK. Attacke innen über die Curbs und Führungswechsel. 60 Sachen in der Spitze, Mick Schumacher ist der neue Führende. Aber Leute, können wir darüber reden? Es ist wirklich passiert, ich bin gegen Mick Schumacher ein Rennen gefahren. Ich habe gegen ihn auf der Strecke gekämpft. Und jetzt passt auf die Zeiten auf. 54,7, 52,9. Mick Schumacher ist 52,9 gefahren. Ich bin so ungefähr auf der Zeit von hier Team Schwarz oder Team Lila gefahren. So in etwa, ja. Also das sind die Zeiten, die so identisch waren. Aber diese paar Runden, als ich in der Mick Schumacher gefahren bin, habe ich so viel über die Strecke gelernt. Dank ihm ist Folgendes passiert. Ladies and Gentlemen. Also er hat mich überholt. Hier war ich noch ein bisschen näher dran. Hier bin ich noch ein bisschen nah dran gekommen an ihn. Lass mich so, oh, komm, bleib dran. Bleib dran an ihm. Hier habe ich gesehen, das erste Mal, der nimmt ganz andere Linie als ich. Und das war der Moment, wo ich gesehen habe, okay, er fährt dieses Ding ganz innen und ich außen. Das war mein Fehler. Und wir springen ins Mittelfeld. Laura Marie Geißler ist als Kind übers Kart zum Rennfahren gekommen. Und schaut euch mal ihren Blick an. Total fokussiert. Wow, was war das denn? Was war da denn los, Alter? Philipp Kess steht quer auf der Strecke. Was war denn da los? Müssen wir noch mal einen Blick drauf werfen. Laura geht mit vollem Risiko in die Kurve, schießt Philipp einfach ab. Eieieiei. Da kann ich seinen Ärger schon verstehen. Eieieiei. Hier geht's richtig zur Sache. Und das vom Start weg. Wow, auch hier Kampf um Platz 3. Blackout wehrt sich gegen Tobias Wolf. Das war ein nicer Fight. Er klebt an ihm wie Patex. Attacke außen. Abgewehrt. Nächster Versuch. Was ist das bitte für ein Zweikampf? Leute, und jetzt gucken wir noch ganz kurz auf die Zeiten. Mick ist immer noch seine 52,7 gefahren, aber ich bin plötzlich eine Sekunde schneller geworden in der Runde. Plötzlich. Okay, die Reifen waren warm, das macht einen Unterschied. Aber ich habe Mick gesehen, wie er gefahren ist, was er... Der hat die ganzen Curbs mitgenommen. Also er ist über diese Hubbel überall drüber gefahren. Und dann habe ich gedacht, komm, machst du das auch. Das hat übelst wehgetan. Vor allem manchmal fliegst du dann so in die Luft mit dem Kart. Aber man gewinnt sehr viel Zeit. Total eng, total umkämpft. Man gewinnt da richtig viel Zeit. Drei steht hier auf dem Spiel und schaut mal in die blauen. Und es war so heiß, es war richtig warm. Die leuchten richtig, strahlen. Der hat Bock, der hat Spaß, so soll's sein. Tobias hat ja auch einen Sohn, Liam, 3 Jahre alt, auch schon Motorsport verrückt. Wie soll's anders sein? Oh, jetzt kommt der Angriff. Die zwei geben sich's richtig. Er zieht innen rein. Nächste Attacke, Tobias zieht vorbei, Let's go. Springt vorerst aufs Podest. Okay, Runde 6, ja. Der Dauerdruck zeigt dann irgendwann Wirkung. Sören wird leicht rausgetragen. Tür auf, Fuß von Tobias rein. Genau so muss man die Linie nehmen, einfach von innen. Krass, was man da für einen Vorteil hat. Vorne weiter Mick mit der 47 als Startzahl. Und ich bin immer noch 43-4er Zeiten gefahren. Ich war auch immer noch jede Runde eine Sekunde schneller. Ich weiß nicht wie, I don't know. Ich glaube, weil ich die Linie mir so abgeguckt habe. Ein paar Runden sind wir gefahren. Und dieses Gefühl, hinter Mick Schumacher zu fahren und dann zu sehen, Bro, der ist ja gar nicht so überdimensional schnell. Ich glaube auch nicht, dass er ganz krass gepusht hat. Ich glaube, für ihn war das eine Sonntagsfahrt und er war trotzdem schneller als alle anderen. Aber ich mag das so, ich habe endlich so einen Benchmark so richtig reinbekommen, zu sehen, wie fährt so ein professioneller Rennfahrer. Und von ihm zu lernen, zu schauen, welche Linie er nimmt, war so ein krasser Mehrwert für mich,
Also da muss ich wirklich sagen, alleine durch ihm hinterherzufahren, war ich so schnell wie noch nie auf dieser Outdoor-Strecke. Eine Sekunde pro Runde. Aus dem Nichts. Nur weil ich ihm zugeguckt habe, wie er gefahren ist. Die 7 steht für die WM-Titel, die Papa Michael gewonnen hat. Ganz hinten in Grau. Beziehungsweise Silber, Sky. Das war schon so krass. Hardenacke, die beiden trennen Welten. Zweiter ist aktuell Robert, dritter Tobias vor Blackout. Und Philipp nach seinem Dreher weiter hinter Laura, sechster. So, und da sind wir grün, das ist der Abstand an der Spitze. Ist jetzt nicht so, dass Aldi Zock da viel langsamer ist als Mick, aber verliert pro Runde in etwa 7/10. Es ist 7/10, ist natürlich much, ne? Es ist viel, es ist viel. Ich habe auch nicht das Rennen gegen Mick gesucht, sondern eher viel mehr gegen die hinter mir, dass ich einen großen Abstand ausbaue, weil wenn Lukas dann reinkommt, war mein Ziel, dass der Abstand groß genug ist, damit er keine Schwierigkeiten bekommt im Rennen. Und das summiert sich dann natürlich schnell auf. Hier auch ganz gut. Ja, guck mal, wie er da die Linie nimmt. So heftig. Wir genießen mal, wie Mick hier auf seiner Heimatbahn fährt. So heftig einfach. Da passt alles, da wird kein Meter verschenkt. Eng in die Kurve rein, volle Beschleunigung, wieder raus. Dem könnten sie vermutlich die Augen verbinden. Mick würde trotzdem Bestzeit fahren. Hier auf der Michael-Schumacher-Kartbahn in Kerpen. Und jetzt kommen gleich die ersten Überrundungen. Was sind das bitte für Traumbedingungen? Herrliches Wetter. Für die Fahrerinnen und Fahrer unten auf der Strecke allerdings natürlich extrem schweißtreibend. Team Türkis, Anton. Wow. Ja, da ist es ein normaler kleiner Fehler. Mit zu viel Schwung in die Kurve reingekommen. Und entweder hat er danach die Bremse festgedrückt und dann das Heck verloren, weil die Bremse Kontakt zur Hinterachse ist dann weggegangen. Oder er ist halt einfach, ein Powerslide gemacht. Als Zweiter gestartet, aber der fährt hier wilde Maus. Hier aus dem Cockpit von Peter sehen wir es gut. Allerdings muss ich zu Anton. Ich hoffe, ihm geht's gut, ne? Ich hoffe, er hat sich verletzt. Überhaupt in seinem Leben in einem Kart. Dafür macht das ganz ordentlich. Wow, nächster Crash. Oh. Und was für einer. Fast mit Folgen. Da wäre Mick um ein Haar abgeschossen worden. Der Blick von Mick spricht Bände. Und Peter braucht fast den Abschleppdienst. Wahnsinn. Schau mal, wie eng das ist. Das sind Zentimeter nicht auszudenken, wenn Mick da in Peter reingerasselt wäre. Gerade noch mal gut gegangen. Das war schon knapp. Überrundung steht an. Robert, Aldi Zock will an Seox, also an Anton vorbei, aber der macht erstmal nicht Platz. Und Bruder, wo waren die blauen Flaggen? Ich glaube, es gab keine. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass es blaue Flaggen gab. Das war tatsächlich ein Event, wo es keine blauen Flaggen gab. Das ist mir echt neu. Ich glaube, das war gezielt so gemacht. Aber ja, er hat mich auf jeden Fall blockiert. Ich habe echt eine halbe Sekunde oder so Zeit verloren. Vorher 53,6 gefahren. Sehr gut. Robert moppert schon, verliert dann natürlich. Ja klar, ich verliere Zeit. Aber dann, Switcheroo. Jetzt innen der Versuch und jetzt hat er ihn. Innen rein. Ich habe halt durch dieses Mal, ich habe 7/10 verloren, alleine dadurch. Mick hat aber auch eine Sekunde verloren. Anton, die nächste Schleife, also beim Eiskunstlauf wäre Anton vielleicht ganz vorne mit dabei beim Kartfahren. Naja, ihr seht's selber. Aber das, wenn ich da noch was sagen kann, das ist tatsächlich, ich darf nicht so reden, dass ich sagen, es ist ein Anfängerfehler. Okay, es ist das erste Mal im Kart, dann kann man sagen, es ist ein Anfängerfehler. Benutzt die Bremse öfter. Benutzt die Bremse öfter. Es ist, man kann in manchen Kurven mit dem Kart sliden, aber es ist immer schneller, die Bremse zu benutzen, anstatt die Reifen zu überhitzen und dann sich zu drehen. Einfach hier in der Kurve musst du die Bremse benutzen, weil da bist du bei Topspeed. Diese Überrundungen bringen hier natürlich ordentlich Schwung rein. Und Blick auf die Rundenzahl. Wir nähern uns dem Wechselfenster. Wir geben ab, runter in die Boxengasse, ab zu Kira. Ja, jetzt kommen die Wechsel. Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Wann wirst du hier? Also jetzt kommen die Wechsel, Freunde. Und ja, das heißt, die Leute bereiten sich langsam vor. Und dann schauen wir mal rein. Das ist krass, wie er nimmt diese... Ja, Mick hat die 10 voll gemacht, dürfte jetzt also reinkommen. Rein theoretisch, wird aber vermutlich noch ein wenig draußen bleiben. Denn das ist der schnellste Mann im Feld aktuell, Mick Schumacher. Wird auch unterstützt am Streckenrand natürlich. Der Michael und Mick Schumacher Fanclub Gerpen ist da. Hallo. Nice. Mick's Partner Sven Moritz in der Box bei Fabian Büchen.
Du bist gleich dran. Mick hat vorgelegt. Ist der Plan schon mal aufgegangen so vom letzten Platz auf den ersten natürlich und jetzt ein bisschen Vorsprung rausholen oder wie habt ihr... Das Boxenstoppfenster. Das Boxenstoppfenster. Ich hasse Boxenstops. Box, 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 Box. Die nächste Überrundung vorbei an Markus Nisito, dem Maschinenbauingenieur aus Hagen, Vater von Zwillingen, 37 Jahre alt, fährt hier souverän auf Platz 8, übergibt gleich an Hendrik Gottschalk. Wie habt ihr euch vereinbart? Wann steigst du ein? Ja, wahrscheinlich Runde 10, 11, da kommt der Markus und dann holen wir das Feld, dann räumen wir das Feld von hinten auf. Ja, in Runde 11 sind wir schon, Mick weiter draußen. Also du kannst zwischen Runde 10 und 14 in die Box kommen. Ansonsten gibt es eine Strafe. So wurde uns das gesagt. Genauso wie Lisa hier in Rosa, die siebte. Aber die kriegt jetzt hinten Druck von Markus. Gut zu sehen und herrlich. Finde ich ja vor allem, wie Lisa sich in die Kurven legt. Schaut mal da. Ja. Wie eine Bobfahrerin. Nicht schlecht. Mick weiter vorne. Die macht das gut mit dem Kurvenlehnen. Saugt sich der Markus ran. Ich habe keine Ahnung, warum sie die Einzige ist, die sich in die Kurven lehnt. Das bringt schon was. Mick hat uns vor dem Rennen gesagt, je mehr man wiegt, desto mehr bringt es sein Gewicht, um zu balancieren, weil man dann die Traktion auf die Achsen umschwenkt. Und das bringt schon was. Sie ist die Einzige, die das umgesetzt hat, was Mick uns gesagt hat. Also Props. Ich hätte dafür nicht die Kraft im Rücken. Markus kommt tatsächlich immer näher. Aber hier nicer Fight. Vor Startziel, sie kommt in die Box. Nee, von wegen. Lisa fährt an die Box. Und jetzt bin ich gespannt, wie gut das klappt. Hinten, ganz hinten, wartet Melpel 911. Bereit zum ersten Wechsel in diesem Rennen. Lisa raus. Sitzerhöhung mitgenommen. Schneller gut so. Stop, guter Stop. Klasse Wechsel von Team Rosa. Genau so wird's gemacht. Hä? Was ist denn da, Alter? Ja, was ist das denn? Was macht Peter Hardenacke da? Der fährt ja in den Regiebereich. Du liebe Güte, übers Kamerakabel. Einfach eine Ausfahrt zu früh genommen. Ja, Bro. Aber warum ist das offen? Das sieht, ich hab auch ganz kurz gedacht, dass das die Boxeneinfahrt wäre. Ich hab Real Talk geglaubt, das wäre die Einfahrt. Ein Nickerchen gemacht, der liebe Peter. Das habe ich ja noch nie gesehen. Zieht euch das mal rein. Wahnsinn. Sie da alle aufgeregt weglaufen. Da muss sogar noch der Lautsprecher verräumt werden. Alter. Wahnsinn. Peter Hardenacke. Völlig von Sinnen. So, hat jetzt Feierabend. Vielleicht auch besser so für ihn. Mike Rimblinger am Steuer. Student für Arbeitssicherheit aus Karlsruhe. Hat seinen Platz im Cockpit bei Sky gewonnen. So, Mick, nice. Dreht noch eine Runde. Bleibt vorerst weiter draußen, immer gut so. Zu erkennen an seinem gelben Helm. Schwarz beim Fahrerwechsel. Sören, Blackout, raus. Annika rein. Sogar noch angeschubst, Alter. Sogar noch angeschubst. Sehr stabil. Hat's hinter sich. Die wilde Fahrt hat ein Ende. Und Mick kriegt das Signal. Junge, komm in die Box. Das Wechselfenster, es schließt. Bei Türkis jetzt Daddy Channel am Start. Der Familieninfluencer Paul. Warte mal, ich muss ganz kurz bei mal nachschauen. Türkis jetzt das kann man Daddy sehen. Channel am Start. Der Familieninfluencer. Doch, man hat es ganz kurz gesehen. Man hat es ganz kurz gesehen. Ich muss etwas checken. Und zwar, hier seht ihr, ist ein Leaderboard. Und da sieht man die Zeit, wie lang gefahren wird, aber nicht, welche Runde wir sind. Und wir haben uns mit Lukas abgesprochen, dass ich so lange wie möglich fahre, also bis Runde 14 und dann reinkomme. Das heißt, ich habe mich dann auch an Mick orientiert, so in etwa, und geschaut, wann kommt Mick rein. Problem war, der war irgendwann so weit weg und da waren so viele Überrundungen, ich habe nicht mehr gewusst, ob Mick auf der Strecke war. Familieninfluencer Paul. Auch zum ersten Mal überhaupt, dass er in einem Kart sitzt. Und das ist der Zweikampf hier von zwei Ladies. Laura vor Melpel. Rosa hat schon gewechselt, Blau muss gleich reinkommen. Nicht wundern also. Laura hat noch eine Runde Zeit. Die 14 da oben links bezieht sich ja auf Mick. Und Laura jetzt erst in Runde 14 gestartet. Alles noch im Rahmen.
Okay, jetzt kommt jemand rein, glaube ich. Oder nicht? Mike Ripplinger hängt sich an Tobias Wolf. Gute Idee. Der Tobias ist schnell und Dritter. Und bei Mike sieht das natürlich viel flüssiger aus als eben noch bei Peter. Ja, ja. Da kann er sicher ein bisschen Zeit gut machen. Auch wenn er im Gesamtklassement nach wie vor Zehnter und Letzter ist. Aha. Achtet darauf. Strafe gibt's, wenn man länger fährt. Also, Mick müsste eine Strafe kriegen. Nein, Spaß. Ich müsste eine Strafe kriegen. Mick Schumacher. Also jeder, der nach Runde 15 reinkommt, muss eine Strafe kriegen. So. Nein, also ich sehe das hier nicht als so ultra streng. Spielend leicht vorbei an Lumoteu. Überrundung Gold hier. Jetzt fährt. Der hat jetzt schon den Sechstplatzierten überrundet. Wow. Ah ja, der war ja noch nicht in der Box, stimmt, stimmt. Und auch hier steht eine Überrundung an. Oder zumindest der Versuch. Annika gegen Melpel. Jetzt innen. Nee, mach zu. Vorbei. Denkste. Wow. Melpel, ein hartnäckiger Gegner. Jetzt kommt Mick. Vorbei. Okay. Und im Splitscreen der Blick in die Box. Mick, wie erwartet, überragend auf der Strecke, übergibt jetzt an Sven Moritz, 51 Jahre alt, ist hier schon im Qualifying richtig schnell unterwegs gewesen. Mal schauen. So, Leute, ich glaube, jeder ist mittlerweile in der Box. Nee, ich glaube, da fehlt noch einer. Schauen, was da noch nach vorne geht. Ich glaube, da fehlt noch einer. Ich weiß nicht, wer. Ich kann mich sehr schwer daran erinnern. Ich bin da jetzt... Wissenslücke so. Überrundung abgeschlossen. Und was geht eigentlich bei Team Grün? In Führung. Ihr seht's links im Tableau. Aber Robert Aldizok ist bislang noch nicht an die Box gefahren. Und ihr seht's an meinem Blick. In diesen Runden war ich in Trance. Ich war nur am Fahren. Ich war einfach, ich habe mich auf nichts anderes konzentriert. Ich habe nur die Straße angeguckt, ich habe das Kart gesteuert, versucht so schnell wie es geht zu fahren, im Rhythmus zu bleiben. Schöne, gute Zeiten, 53,8 war meine Bestzeit, das war meine beste Runde, die ich gerade gefahren bin. Und das war alles, worauf ich mich konzentriert habe. Und ich habe eine Sache vergessen. Welche Runde haben wir? Und ich habe jetzt, pass auf. Sowas von. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Wo ist Lukas? Lukas, wo ist dein Zeichen? Wir haben vergessen, uns abzusprechen, dass wir ein Zeichen geben sollen. Es gab eine Deutschlandfahne, die in Runde 10 geweht ist. Und dann hast du 4 Runden Zeit, danach reinzukommen. Ich habe einfach nicht gezählt. Und auch niemand hat mir ein Zeichen gegeben. Und ich habe dann gesehen, da war Mick Schumacher. Wir werden es sehen. Blau an der Box. DJ Teddy O übernimmt für Laura Marie Geisler. Lukas, warte, ey, der arme Bruder. Der arme. Lukas, ich weiß auch nicht, wo ich war. Und der ID-Zock, der Robert, der kann gar nicht genug kriegen. Ja, ist der im Geschwindigkeitsrausch oder was? Der muss an die Box und wechseln, aber wieder vorbeigefahren an der Boxeneinfahrt. Ja, es ist schon Runde 17, also am Ende, Digga, natürlich, es ist mein Fehler einfach. Es ist sowas von mein Fehler, klar, weil jeder hat es hingekriegt, außer ich. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich habe gewusst, es ist doch jetzt schon lange über Runde 14. So, anstatt dass ich einfach sofort reinkomme, habe ich auf dieses Zeichen von Lukas gewartet, weil nicht, oh, ich komme dann zu früh rein und er ist nicht ready. Jetzt haben wir einen leichten Vorsprung, glaube ich, auch wenn Team Grün noch immer nicht gewechselt hat. Will ich noch mal so sagen. Das hat echt Spaß gemacht und ich glaube, dass die Jungs und Mädels, die da draußen gerade rumfahren, auch Spaß daran haben. Ja, Mick hat recht, alles wartet auf den Wechsel von Grün. Und was macht die Rennleitung da gleich? Müssen wir abwarten. Erstmal der Sprung weiter nach hinten ins Feld. Hendrik Gottschalk für Rot. Jetzt am Steuer versucht, Daddy Channel zu überrunden. Mhm. Gar nicht mal so einfach.
bringt sich in Position. Nicht schlecht, nicht schlecht. Von außen. Aber da ist die Tür zu. Wird weit nach außen abgetrieben. Vielleicht geht's jetzt mal auf der Geraden. Ey, Digga, es ist schon Runde 18. Es ist schon Runde 18. Komm doch einfach rein. Komm doch einfach rein. Klar. Und ich habe in Runde 18 dann so ein Zeichen bekommen. Sowas. Und dann wusste ich, ich muss ja reinkommen. Erste Manöver von Hendrik, Team Rot, aktuell guter Siebter. Aber das war nicht Lukas, der mir das Zeichen gegeben hat. Das war der Streckenofficer. Mal schauen, was da noch nach vorne geht. Und jetzt ist die Entscheidung da. Ihr seht selbst, 30 Sekunden Strafe für Team Grün. Wechselfehler, weil Wechselfenster überschritten. Die haben sich sogar die Mühe gemacht, für mich eine Animation anzufertigen für die Strafe. Die haben für mich extra eine Strafe animieren lassen. Ja. Ja, 30 Sekunden. Das tut weh. Ich hab's auch noch gar nicht gecheckt, als ich ausgestiegen bin. 30 Sekunden, das ist natürlich ein Brett. Und natürlich auch die Chance für die anderen Teams. Gerade im Kampf ums Podest. Hey, da war gerade die erste blaue Flagge. Das ist nicht zweimal Team Gold, nicht irritieren lassen von der Rennanzugfarbe. Das ist Sven Moritz vom Team MIG, der hier Luisa überrundet. Die macht fair Platz, ohne viel Speed einzubüßen. So wird's gemacht. Und wir sind on board bei Melpel 911. Zahlenkombi steht nicht etwa für einen Porsche, nee, sondern ist Melanies Geburtstag. Und das ist ihre Überrundung oder zumindest ihr Überrundung. So, wir skippen jetzt mal rüber, Leute, wann ich reinkomme. So, wir skippen mal jetzt rein. Und es ist schon Runde 19. Runde 19 ist angelaufen. Aber ich glaube, ich bin schon reingekommen. Aber ein Team immer noch mit dem ersten Fahrer auf der Strecke. Aktuell in... So, Runde 19 komme ich rein. Runde 19. Führung liegend. Team Grün, jetzt in der Box. Das lange Warten für Wi-Fi-D hat ein Ende. Jetzt endlich darf Lukas ran. Aber muss erstmal seine Strafe absitzen. Du wolltest gar nicht mehr aufhören, was? Ich habe kein Signal bekommen. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen soll. Erst da hat jemand so ein Symbol gemacht. Erst dann habe ich gesehen, dass ich reinkommen soll. Scheiße. Und spätestens als ich Mick schon gesehen habe, wusste ich, dass er schon reingekommen ist. Ja. Da dachte ich mir, wann komme ich denn rein? Wie viele Runden waren es denn jetzt? Man zählt nicht mit, das glaube ich dir sofort. Aber dein Teamkollege darf jetzt auch gleich weiterfahren. Einfach in Runde 20, also Runde 19 reingekommen. Einfach bis Runde 20, Alter. Und diese 30 Sekunden Strafe, die ballert, die sitzt, die ist ätzend. Ich habe meinen besten Job gemacht, den ich machen konnte. Ich habe einen Vorsprung rausgefahren von weiß ich nicht wie viel, 12 Sekunden oder so. Und dann kriege ich die Strafe, weil ich einen Job, you had one job. Ich hatte einen Job. Aber Alter, erstmal, das tut mir ultra leid für Lukas. Weil wir haben ja, es soll ja ein Event um Spaß sein. Und ich habe ihm einfach so viele Runden geklaut. Das tut mir einfach so leid. Ich habe das einfach nicht gesehen, dieses Zeichen. Ich habe einfach nicht mehr gewusst. Ich hatte keine Ahnung, in welcher Runde ich war. Vom Anfang bis Ende des Rennens, ich hatte keine Ahnung, welche Runde es war. Ich habe nur eine Zeit gesehen. Und ich dachte, es wäre so Runde 17, Runde 15. Habe ich Real Talk geglaubt, es ist schon Runde 19 gewesen. Ja, die Strafe hat gesessen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir Vierter sind. Wir haben diese Strafe abgesessen und sind Vierter. Team Grün runter von den Podestplätzen, nur noch Vierter. Und das ist Annika Zimmermann mit der Startnummer 3, aktuell auf Dritte. Dahinter Henrik Gottschalk, eine Runde zurück als Siebter. Und auf 2 Jana Riva für Team Lila. Allerdings noch ein kleines Stückchen vor Annika voraus. Hey, und da sind wir zum ersten Mal an Bord von Teddy O, offizieller DJ der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wow. Hängt aktuell im Mittelfeld, aber fährt deutlich langsamer als die hinter ihm. Als Hendrik Gottschalk hier in Rot im Bild, der sich einfach an Annika dranhängt und Boden gut macht. Vielleicht kriegt er ja noch den Teddy O. Zurück an die Spitze. Sven Moritz vom... Lukas, hau einfach Rundenzeiten raus. Vielleicht kriegen wir das Podium noch. Team Mick, der Mann aus Landau... Du hast 4 Runden Zeit. Deutschlands, wie Sven selbst sagt. Komm schon, aber Lukas. Nur Kerpen, die Michael Schumacher I believe. Der Vorsprung für Team Mick ist gewaltig. Das ist Team Silber, Mike gegen Luisa.
Luisa eine Runde voraus. Und es gab hier einen Fight. Platz 2 gegen 3 haben gekämpft. Das ist gut für uns. Und trotzdem rappelt's da ordentlich. Aber das war nicht die, das war nicht die. Geschenkt, that's racing. Boah, gefährlich. Yo, Mike einmal ordentlich in die Waschtrommel befördert. Jetzt aber zur Entscheidung ums Podest. Wir wollen wissen, was vorne los ist. Und da ist jede Menge los. Und da ist ein Überrundungsmanöver. Und ich habe jetzt Real Talk keine Ahnung, was gerade passiert. Lukas ist hier. Da ist die Drittplatzierte. Da ist das Podium. Und das checkt man natürlich nicht auf der Strecke. Man weiß nicht, ist das eine Überrundung, ist das ein Überholmanöver. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall ein Kampf ums Podium. Jana Riva in Lila hat Lukas vom Team Grün an den Hacken. Aber da ist ja auch noch Maypel mittendrin dabei. Die ist überrundet und mischt da trotzdem mit im Kampf um Platz 3. Guckt euch mal Angriff an. Von Lukas! Jetzt kommt schon in Winden von Maypel. Und Jana zieht wieder vorbei. An Lukas und auch an Maypel. Was für eine irre Situation. Mega Alter. Eng. Lukas wird da leicht ausgebremst, verliert an Tempo, fällt hinter Jana und hinter Maypel zurück. Das ist das ganz große Drama im Kampf um Platz 3. Aber immerhin hatte Lukas einen Fight. Immerhin hatte Lukas einen Kampf. Mein Rennen war einsam. Einsames Rennen. Annika hat mittlerweile Jana. Und da kommt noch einer. Zweite. Und jetzt kommt von hinten auch noch Sven Moritz als Führender ran. Also Überrundung. Vier Fahrer. Ja. Gleich auf, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Sven in Gold. Das ist der Moment. Wir haben durch den Typen eine Runde verloren. Er hat dem Sieg. Weil das ist ja Überrundung, ne? Das heißt, wir sind jetzt eine Runde im Rückstand. Entgegen. Und Jana, die vor. Aber irgendwas ist bei Jana passiert. Sie hat eine 1,19. Sie hat 17 Sekunden verloren. Das hat man an der Kamera nicht gesehen. Sie hat 17 Sekunden in der Runde verloren. Nur dadurch ist Lukas so nah rangekommen. Vorne in diesem Viererpack aktuell liegt, versucht den dritten Platz zu verteidigen, den Lukas in Grün noch irgendwie erobern will. Und mittendrin Maypel, die hat gar nichts mit dem Rennen ums Podest zu tun, aber hält natürlich doch. Let's Lukas go, Lukas! Innen vorbei. Ja, Mann! Mann, ist das spannend. Dramatisch. Sven, jetzt. Und jetzt ist da der Fight. Das ist, wie gesagt, das ist das Ding. Wenn Lukas vor ihm ist, hat er noch eine Runde Zeit. Ganz nah dran an Jana. Wenn er ihn überholt, dann ist noch eine Runde zu fahren. Muss aufpassen, dass er die nicht auch noch abräumt. Sonst würde er Lila komplett den Sprung aufs Podest versauen. Lukas lauert direkt dahinter. Sven mit der 47, direkt hinter Jana. Die ist Dritte, Lukas Vierter. Das ist ihre letzte Runde. Ah ja, stimmt. Okay, okay. Lukas hätte 2 Runden Zeit noch. Dramatischer kann's kaum werden. Und jetzt ist er dran. Und Achtung. Jetzt ist er Jana dran. Jana mit Problemen. Er ist vorbei. Jetzt geht Lukas außen vorbei. Und auch der kommt ins Schleudern. Irre. Sven befördert Diana tatsächlich in die Bande. Die verliert an Speed. Lukas zieht außen vorbei. Wird dann selbst abgedrängt. Beschwert sich. Lukas, du warst vorne. Aber alles im Rahmen. Oh, und man, vor allem ganz ist das wichtig, spannend. Jana nach wie vor Lukas. Also auf dem Podest. Auf jetzt. Platz 3. Jetzt. Nächster Angriff. Lukas. Und wieder macht Jana die Tür zu. Oh, man. Mann fährt die Klasse. Jetzt so ein kleiner Abstand. Aber natürlich ist das noch nicht gewesen. Noch 2 Kurven, Lukas. Sofort wieder dran. Angriff innen. Wieder die Tür zugemacht. Noch und 2 vorne Kurven. Die Triumphfahrt. Von Sven Moritz für Team Mick. Letzte Kurve. Und dann ist er im Ziel. Mick als erster Gratulant. Neben der schwarz-weiß karierten Flagge. Annika. Am Ende habe ich es erst dann realisiert. Ich stehe halt da. Ich sehe das Ganze. Ich wusste gar nicht, ich habe die schwarz-weiß geschwenkte Flagge gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber es ist schon dort vorbei gewesen. Und ich dachte, da ist noch eine Runde zu fahren. Und dann sehe ich so, Lukas ist eine halbe Sekunde dran. Ich so, Bro, kann er das noch schaffen? Kann er das noch gewinnen? Er wusste selbst nicht, dass das ein Fight war. Er wusste es nicht. Aber Alter, das war so spannend. Wird Zweite fürs Team Schwarz an der Seite von Blackout. Und tatsächlich, Jana Riva
an der Seite von Tobias Wolf aufs Podest. GG. Platz 3. GG. Ein irres Rennen. Ein irres Finish. Hätten wir diese irre Strafe nicht bekommen. Aber ja, es ist gerechtfertigt. Es war gesagt, wenn du zu spät reinkommst, kriegst du eine Strafe. Ist dumm gelaufen. Aber es hat so Spaß gemacht. Es ist dumm gelaufen. Es ist so... Das ist der einzige fade Beigeschmack. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich dadurch blamiert. So ein bisschen. Also so wirklich, das... Es wäre so geil gelaufen. Zweiter Platz. Safe. Wäre drin gewesen. Oder dritter Platz. Wow. Ohne die Strafe vielleicht. Absolut geiler Tag. Es war sehr heiß. Aber wir sind schön rangegangen, hatten eine geile Taktik, haben schnell einen Wechsel gemacht und konnten uns das Treppchen sichern. Ne? Die waren richtig gut. Die waren richtig gut. Ich habe ja mitbekommen, warte mal, wie einer von denen vor mir war. Ich glaube, nee, er war das. Er ist sehr gut gefahren. Er ist sehr gut gefahren. Er ist meine Zeiten gefahren und zeitweise ist er sogar ein bisschen konstanter und schneller gewesen. Also ich habe gemerkt, der Typ kann das. Der Typ kann das. Der ist gut. Der ist richtig gut. Ich habe auch noch, während ich schon losgefahren bin, noch ein bisschen meinen Sitz eingestellt. Alles so ein und bisschen nebenbei. Und ich habe geschoben von hinten so ein bisschen. Da war echt jedes Sekundenteil. Platz 3. Wir wollten aufs Treppchen, also alles erreichen. Ich bin ein bisschen gedriftet, aber ansonsten habe ich es irgendwie hinbekommen. Ich check's nicht. Ich habe die Hälfte der Strecke eigentlich geweint. Oh nein. Wirklich. Die eine Kurve habe ich mich zu überschätzt, weil da hatte ich die Möglichkeit zu überholen. Und ich gebe jetzt Vollgas. Zu spät gebremst und dann habe ich mich halt umgedreht. Dann stand ich da, glaube ich, erstmal. Es hat sich angefühlt wie 6 Sekunden, 7 Sekunden. Und dann kam Gott sei Dank jemand, hat mich draufgeschickt. Ah, sie hat sich gedreht, konnte sich nicht lösen. Ah. Oh. Dieser Streckenposten hätte einfach gar nicht kommen sollen. Nein, Spaß. Am Ende, GG an alle, die aufs Pro-Am gekommen sind. Es war mir eine absolute Ehre, muss ich sagen. Es war ein sehr cooles Event. Und die Strafe ist mir egal. Also sage ich euch ehrlich, Leute. Ich habe nicht erwartet irgendwie jetzt. Klar wäre es schön gewesen auf Podium mit Champagner. Wäre natürlich schön gewesen. Aber... Es ist keine lebensverändernde Situation, wenn du jetzt Zweiter bist oder Vierter. Das hat jetzt nichts verändert. Am Ende des Tages war es geil. Nick, dein Kart Race, du hast dich heute zu diesem Rennen eingeladen, hast jetzt auch den ersten Platz in deinem Team geholt. Also herzlichen Glückwunsch, wie war es für dich? Ja, war super. Liegt an meinem Teamkollegen, der natürlich eine super Leistung hat. Der ist auch gut gefahren, muss ich sagen. Sehr gut. Wir haben angefangen, wir sind von hinten gestartet, waren dann relativ schnell vorne, haben eben einen super Job gemacht, da alle, alle sind heile angekommen, was natürlich das Ziel des Tages war. Und hoffe, dass auch einige Leute hier Spaß haben. Ja, mein Glücksbringer hatte ich ja schon dabei. Weil Mick hat wohl den Helm sogar noch signiert. Wow. Ja. Sehr schön. Aber wir einen halben Schritt weiter vorne. Ja. Sonst wären wir wahrscheinlich noch weiter hingelandet bei der Platzierung. Habe ich Finale gemacht ich eigentlich? Weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, Laura sagte gerade 5. Platz ungefähr. Aber das werden wir ja gleich nochmal erfahren. Yeah, Alter. Erstmal Fotos noch gemacht mit Mick. Hier noch dem seinen Helm unterschrieben, der wollte halt von allen Leuten Unterschrift haben, weil er hat halt mit Mick ist er gefahren im Team, größte Ehre, die er haben kann und ja klar, natürlich, weißt du, es war so schön. Die Aftershow-Party war auch, ne, klar, du warst komplett kaputt. Wir sind danach noch eine Runde gefahren sogar, noch eine Runde. Also. Ja, kommen wir nämlich jetzt direkt zur Siegerehrung, wir räumen das Feld von hinten auf. 10., 9., 8., 7., 6., 5., 4., let's go! Platz Nummer 3 geht an Team Lila. Silber am heutigen Tag hat Team Schwarz geschafft. Den ersten Platz nice. Hat gemacht Team Mix. Herzlichen Glückwunsch! Wenig überraschend, ne? Aber... Ja. Geil. Let's go, Alter. Und wir verabschieden uns mit den Highlights des Tages. 20 Fahrer, 10 Teams, ja, ein nice. Tolles Rennen. Danke an alle Creator, danke an Mick und danke an die Deutsche Vermögensberatung, dass ihr das alle möglich gemacht habt.
vielleicht ja dann auf ein Wiedersehen in 2024. Bitte, 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 bitte macht sowas nochmal. Es war so ein geiles Event. Es war so ein cooles Event. Wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, und ich weiß nicht, ob die DVAG sich das hier anschaut, die das mitveranstaltet hat mit Mick Schumacher und dem Michael Schumacher Kartbahn in Kerpen. Das Rennen hätte von mir aus wirklich länger sein können. Also 24 Runden, wir sind ja nur ein Rennen gefahren, wir waren den ganzen Tag da. Wir hatten 20 Minuten Warm-up, also wir sind 20 Minuten vorher uns eingefahren. Das war länger, als wir gefahren sind auf der Strecke beim Rennen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass das Rennen 30 Minuten ginge. Jeder fährt 15 Minuten und das wäre geil. 24 Runden waren ein bisschen zu kurz. Oder vielleicht jeder fährt 20 Minuten. So eine doppelte Menge an Runden und das wäre echt nice. Also das würde ich mir wünschen. Oder macht es so, zwei verschiedene Teams, ja, also zwei fahren in einem Team und macht dann so vier verschiedene Rennen. Also dann qualifiziert sich zum Beispiel das schlechteste Team mit den also zwei Rennen, zwei Gruppen, Team A, Team B, die 50% besten aus beiden Rennen gehen dann ins große Finale und die schlechtesten 50% gehen dann auch in so eine Art Verliererfinale und kämpfen da auch dann um einen Trostpreis und die oben, die kämpfen dann wirklich ganz hart um den Sieg. Ja, aber es war eine Spaßveranstaltung, auch Reverse Grid fand ich trotzdem coole Sache und ja, Leute, das war es auf jeden Fall. Also es ist so, so cool gewesen. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe schon Like da gelassen, ich habe schon kommentiert. Lasst da auch wirklich ein bisschen Liebe da, Leute. Checkt unbedingt das Video aus in der Beschreibung und lasst einen Kommentar da einfach. Schaut euch das Video nochmal in voller Länge an und DVG, danke schön für die Veranstaltung. Danke schön auch, dass ich Mick Schumacher persönlich treffen durfte. Das ist ein Lebenstraum, der für mich wahrgeht. Und ich möchte natürlich noch Max Verstappen persönlich treffen. Das ist ganz anders. Aber ja, es war eine unglaubliche Veranstaltung. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Ehre. Ich wäre auch super gerne wieder dabei, wenn ihr das nächstes Jahr machen solltet. Ich hätte übelst Bock. Richtig, richtig, richtig Bock. Vielen, vielen Dank. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wie fandet ihr das Rennen? Wie fandet ihr es? War ich gut? War ich schlecht? Ich persönlich fand, Leute, ich habe wirklich das Rennen meines Lebens gefahren. Also ich habe persönlich mich noch nie so krass gefühlt in einem Rennen. Hinter Mick Schumacher hat er plötzlich eine Sekunde schneller zu werden, weil ich zu sehe, wie er fährt. Das hat mir richtig viele Platzierungen gut gemacht. Aber ja, die Strafe. Ist egal. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus. Haut rein und ciao.